بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن عمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Mein Herr, befähige mich, dankbar für deine Gaben zu sein, welche du mir und meinen Eltern beschert hast, und rechtschaffen zu handeln, damit du zufrieden bist. Und lass mich zu deinen rechtschaffenen Dienern gehören. Und das Erste, was ich sehe, ist meine Nation, mein Volk, meine Umma, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr sehe ich nichts als Angst, Hunger, Elend und Leid. Ich kenne es nicht anders. Seit ich ein Kind bin, sehe ich mein Volk in diesem Zustand. Die Frage, die ich mir immer gestellt habe: Unsere Häuser, unser Essen, die Klamotten, die wir tragen, die Autos, die wir fahren, die Orte, die wir sehen durften, unsere Gesundheit. Ach, es gibt so vieles, mit dem unser Herr uns bevorzugt hat. Ich weiß nicht, womit wir diese Gaben verdient haben und wie wir das je wieder gut machen sollen. All die Gaben, mit denen ich beschenkt wurde, haben nur einen Zweck, nämlich sie auf dem Wege meines Herrn auszugeben. Ansonsten sind sie nur eine Last auf meinen Schultern am Tage des Gerichts. Dein Herr hat dich mit Geld bevorzugt? Spende, ohne zu zählen. Du hast ein Haus? Lad die Menschen ein. Bewerte sie. Allah hat dir Kraft und Stärke gegeben? Setz dich für die Schwachen und Unterdrückten ein. Dein Herr hat dir Intellekt, Wissen und Weisheit gegeben? Helfe den Menschen mit der Wahrheit. Ja, du wurdest mit einem gesunden Körper gesegnet, mit Aussehen, Schönheit. Bedecke ihn für dein Herrn. Du hast Macht von Allah bekommen? Nutze sie, um die Menschheit recht zu leiten. Egal, was dein Herr dir gegeben hat, gib es zurück. Gib etwas zurück. Sei dankbar für das, was du hast. Sei freigebig mit dem, was du bekommen hast. Sei offen. Hab eine gebende und keine nehmende Hand. Erinnere dich daran, wenn du die Dinge nur für dich haben willst. Alles, was du hast, gehört Allah und nicht dir. Es ist alles nur geliehen für ein paar Jahre. Oder dachtest du, es reicht für dich, bloß zu sagen, Alhamdulillah, und dann gehst du deinen Weg in deine kleine, geizige, egoistische, egozentrische Welt? Dachtest du, alles gehört dir? Dachtest du, du hast dir alles selbst verdient? Dachtest du, nur weil du hart für diese Dinge gearbeitet hast, kannst du die Gaben Allahs für dich alleine und deine Kinder behalten? Nein, alles ist nur ein Test, um zu sehen, was du mit den Dingen tust, die dir gegeben wurden. Früher oder später wird dir alles weggenommen. Heute bist du jung, stark und gesund. Morgen bist du alt, schwach und krank. Heute bist du reich und satt. Morgen bist du arm und hungrig. Heute hast du Menschen, die du liebst. Und morgen sind sie oder du vielleicht nicht mehr da. Heute haben die Amerikaner die Macht. Und morgen vielleicht ein anderes Volk. Das ist die Natur des Lebens. Diese vergänglichen Dinge werden von einem zum nächsten gereicht.
Sie sind nur eine Versuchung, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Und guck, wie die Menschen der Versuchung verfallen. Ja, diese Erde scheint mit dem Glanz seiner Autos und Häuser kaum zu widerstehen, außer für die Gläubigen. Jene, die zusammenhalten wie ein Mauerwerk und keine Egoisten sind. Jene, die das Leben mit den Worten Allahs durchleuchten. Jene, die die Fußstapfen von Männern folgen, wie Abu Bakr as-Siddiq oder Ali ibn Abi Talib. Jene, die sich geschworen haben, nichts außer Allah zu dienen.